Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich mein Paket vom Wick Osterwichteln für euch. Ich hatte das große Glück, von René von Wick gezogen worden zu sein und entsprechend habe ich ein fettes Tasting Circle Päckchen bekommen und kann euch eine ganze Woche lang an dieser tollen Zusammenstellung teilhaben lassen. Los geht es mit Whisky Nummer 1, einem 12 Jahre alten Blood noch aus dem Hogshead Ivy Cask Strength und Teil der Wick Landscape of Taste Reihe. Blood noch ist nicht nur eine Lowland Distillery und damit einer meiner ersten Lowland Whiskys überhaupt, es ist auch ausgerechnet noch die südlichste Brennerei Schottlands. 1814 gegründet und dann immer mal wieder offen und zu und offen und zu und offen und zu und jetzt ist sie gerade offen. Produziert 250.000 Liter im Jahr, seit 2015 im Besitz des Australiers David Pryor. Und die Landscape of Taste Reihe von Wick beinhaltet Whiskys, die das Wick-Team besonders beeindruckt haben. Und der Blood Noch ist der erste davon. Ich bin mal gespannt, ne? Lowland Whiskys gelten ja als sehr mild, sehr entspannt, sehr leicht und ich bin ja eher so der Islay-Typ. Ich finde es übrigens total witzig, dass Islay so weit südlich liegt und fast auf Höhe der Lowlands. Also das ist halt einfach nur so ein bisschen Wasser dazwischen, eine Insel und bumm, haben wir einen extrem kräftigen gegenüber extrem milden Whisky. Das finde ich interessant. Mein erster Gedanke war hier so ein bisschen Zitrone, sowas in die Richtung, irgendwas Zitrusartiges. Entschuldigt bitte, wenn ich so ein bisschen hier rumschniefe. Ich bin auch eins von diesen nervigen Allergikerkindern. Und jetzt gerade ist das so ein bisschen schlimm. Ja, also ich habe hier... Also so ein bisschen drückt er in die Nase, ist halt auch eine Cask Strength mit 56% Alkoholgehalt. Ne? So ein bisschen beißt er schon rein, darf man den Nüschel nicht zu tief reinhalten. Und dann habe ich hier schon was sehr Fruchtiges. So, ich musste jetzt kurz an Banane denken. So diese Zitrone vermischt sich sehr mit dem Ethanol und beißt dann so ein bisschen. Also da kann ich mich auch durch die Frucht so ein bisschen irren. Das ist manchmal schwer zu trennen für mich persönlich einfach. Es brennt so ein bisschen durch das Ethanol, dann kommt das Fruchtige dazu. Weiß nicht, ob dadurch so die Zitrone erzeugt wird. Dann habe ich hier auch noch ganz leicht Malz im Hintergrund. Ganz, ganz wenig Holz, wirklich ein sehr milder, trotzdem angenehm. Also es ist jetzt nicht so ein, er beißt schon so ein bisschen, aber der Alkohol scheint in der Nase gut eingebunden zu sein. Obwohl ich da auch schon besser eingebundenere Cask Strengths hatte. Boah, ist aber heute schwierig für die Zunge. Ja, also wie gesagt, Frucht. Was Mildes, was Saures aber auch dazu, so eine Mischung aus Banane, Zitrone, vielleicht auch irgendwas Orange so in die Richtung. Leichte Malznote. Also Vanille ist ja so die Standardantwort, ist ja immer richtig. Vielleicht geht auch so ein bisschen ein Touch ins Honigartige, so mit dem Getreide, finde ich, passt das immer gut zusammen mit dem Malzigen, so dieses Gold in Geruch gewandelt. 2006 abgefüllt. Gibt nur 114 Flaschen davon. Und ich habe geguckt, ausverkauft.
Das heißt, ich kann euch auch jetzt schwer nur einen Preis nennen. 114 Flaschen sind verkauft, vertrunken, was auch immer. Mich würde mal interessieren, hat einer von euch eine Flasche von dem 12er Bladnoch? Ich persönlich, das wollte ich noch zeigen, habe von Bladnoch nämlich nur eine leere Flasche, von der ich das Etikett abgelöst habe. Die habe ich mal irgendwo auf einer Messe bekommen und fand die total cool durch den Korken hier oben. Der ist so total schwer und aus Metall, den finde ich total klasse. Und ich habe das Ganze zu einem Weindekantierer umfunktioniert. Nur ist mein Wein aktuell alle. Genau. Hat einer von euch eine von den 114 Flaschen? Das würde mich mal interessieren. Ich musste jetzt gerade lachen, weil mir sofort eine Erinnerung in den Kopf geschossen ist. Ich weiß nur nicht, ob die... Also für mich persönlich ist es eine Kindheitserinnerung, deswegen wieder eine tolle Erinnerung. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so positiv rüberkommt. Der erste Gedanke war, hat mich total daran erinnert, wir hatten früher so einen kleinen Schrebergarten. Und wenn man da die Tür aufgemacht hat und eine Woche nicht da war, roch das so total muffig, alt, so ein bisschen auch DDR-Linoleum-Charme. Aber es war für mich halt so, es ist die Kindheit, ne? Du kamst da rein, klar, es roch so muffig, aber es gehörte irgendwo dazu. Und deswegen war das für mich gerade eine sehr positive Erinnerung. Das war so mein erster Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist. Danach musste ich sehr an ein Cardio denken. Ich glaube, ich habe den 15er Cardio mal vor einer Weile probiert. An den musste ich da gerade denken. So dieses sehr malzige kam raus. Und jetzt so hinten raus, bevor ich jetzt den zweiten Schluck nehme, recover ich euch das mal noch. Habe ich was total kribbelig, salzig, malziges hinten auf der Zunge. Ich kann mich noch nicht dazu durchringen, euch zu sagen, an welches Getränk mich das erinnert. Aber definitiv kein Whisky. Ja, am Anfang der Muff, der kommt einfach jedes Mal wieder. Total schön. Dann hinten raus ist es so ein bisschen wie Ahoi-Brause. Es kribbelt im ganzen Mund, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, fast so wie Champagner. Wir haben mal zu irgendeinem runden Geburtstag eine Flasche Champagner aufgemacht und dachten so, oh, was ganz Besonderes. Und ich hatte nur Schaumblasen im Mund und es kribbelte nur. Und es war nichts von dem Getränk zu spüren. Und da musste ich jetzt auch gerade kurz dran denken. Dann zwischendrin sehr malzig für meinen Geschmack, trotzdem angenehm. Irgendwas Nussiges ist dabei. Die Frucht tritt sehr in den Hintergrund. Boah. Also das ist total schwer, wenn man so mit den Erinnerungen zugeschossen wird, da sich auch einen Geschmack zu konzentrieren. Also bisher sehr erinnerungserweckend, dieser Whisky. Ja, hat was sehr Herbes, auch holzig. Die Frucht tendiert jetzt eher in Orange, aber wirklich ganz, ganz mild nur. Am Anfang passiert erstmal gar nichts auf der Zunge. Da kommt irgendwie nichts und dann kommt der Muff, dann kommt das Malzige, das Holzige. Es ist eine Cask Strength, entsprechend werde ich den jetzt mal kurz ein bisschen runter verdünnen, um zu schauen, was Wasser mit diesem Whisky macht. Also der Alkohol ist toll eingebunden, ne? Also man merkt schon, es ist heftig, es ist eine Cask Strength, aber es ist jetzt nicht der Gesichtsverzieher, Wegballerer, so wie ich das bei einigen anderen Whiskys hatte. In der Nase, was macht er jetzt in der Nase? Also es ist nicht ganz verschwunden, dieses leicht ethanolische, aber es ist sehr milder geworden. Und jetzt kommt für mich persönlich wirklich diese Zitrone einfach raus. Ja, jetzt ist er sehr sauer in der Nase, aber angenehm sauer.
Und trotzdem was leicht Mildes, aber wirklich nur ganz im Hintergrund ganz leicht mild. Also mit Wasser wird er sehr viel wärmer im Mund, aber leider auch flacher. Also dieses Muffige, was mich gerade total gefreut hat, das ist leider komplett verschwunden. Er wird sehr viel milder im Geschmack. Zwar wirklich wärmer auf der Zunge und dieses leichte Prickeln ist immer noch da, aber irgendwie verschwinden so die Peaks verschwinden einfach. Da kommt mehr Honig raus. Am Ende hat man noch dieses sehr herbe, malzige. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, trinkt ihn ohne Wasser. Wenn er euch dann zu heftig ist, kippt ihn nicht rein, aber es macht ihn für meinen Geschmack persönlich flacher. Ohne Wasser viel besser, sehr viele Peaks. Ich hätte ehrlich gesagt mit was viel leichterem, fruchtigerem gerechnet, Lowland-mäßig. Aber dieses leicht Muffige fand ich total toll. Er ist durchaus komplex, aber bleibt so ein bisschen auf einer Seite, so auf der hellen Seite der Macht. Ja, trotzdem ein sehr ausgewogener, sehr interessanter Whisky, in dem man viele Sachen finden kann. Momentan bin ich persönlich sehr auf diesem rauchig-süß-Sherry-Trip. Von daher passt dieses sehr malzige gerade nicht ganz so in meine Geschmacksrichtung. Daher von mir persönlich nochmal so einen kleinen Abzug da dran. Aber wer auf malzige Noten, auf dieses Herbe, aber auch trotzdem Süße steht, für den ist das ein Top-Whisky. Finde ich schon mal sehr gut. Mal schauen, wie der Rest aus dem Päckchen so ist. Bis zum nächsten Mal. Slanchi! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanchi war!